Da ist ein Kopf. Ein Kopf. Da ist ein Torsen. Da ist ein Kopf. Hui. Hui. Ich krieg den nicht hoch. Ich krieg ihn nicht hoch. Also, da ist ein weiteres Band. Die sind alle so schön aufgereiht, ne? Nichts durcheinander und so. Okay, dann hören wir mal, wie es Jamie weitergegangen ist. Die Raider haben Spukgeschichten von Zombies in den Ruinen erzählt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber so wahr mir Gott helfe, sie sind real. Nicht ganz, wie Thor erzählt hat, aber nah dran. Diese Dinger sehen aus... Ich glaube, sie waren wirklich mal Menschen. Okay. Ja. Also, kennst du keine Ghule-Vogel? In welchem Ödland hast du vorher gelebt? Auf dem Mond oder was? Mhm. Ja, leere Spritze. Ein Skalpell. Ja, er lootet schon wieder Schrott. Das stimmt. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Na, ist mir jetzt egal, ob da jetzt ein Skalpell rumliegt. Wo bin ich jetzt gerade rein? Moment, aber ein Dunwich Building. Dunwich Building. Und hier Tür nach Forsaken Dunwich Ruins. Also die Forsaken. Was hieß nochmal Forsaken? Ich habe keine Ahnung. Mein Englisch ist heute nicht existent. Forsaken Dunwich Ruins. Also wohl irgendwelche Versunkenen oder keine Ahnung. Alter, was war das? Ach, ein leuchtender. Leuchti. Ich habe hier ein neues Schwert, guck mal hier. Hör auf auszuweichen. Du hast keine Chance. Leuchti. Oh ja. Wie viele von denen haben wir jetzt auch schon platt gemacht? Hier leuchtet, hier radelt es. Ja, aber das soll uns nicht stören. Ah, vielleicht werde ich jetzt ein bisschen verradelt. Das kann ja durchaus sein. Lalalala. Hier ist das Radeln schon wieder zu Ende. Irgendwer marschiert schon wieder an. Werden mal gucken, dass ich den kriege, bevor er mich kriegt. Dachte schon ein Böser. Da kommt der nächste. Moinsen, wo bist du denn? Ach, das ist einer von den Bösis. Wenn man die gut mit dem Ding in Schacht hält, also gut Schnitzel Schnitzel macht, dann haben die keine Chance. Ist das geil. So, ich guck noch mal hier unten, denn ich denke nicht, dass wir hier fertig sind. Da ist noch ein Computerterminal. Oh, Jamies Tagebuch, Eintrag 8. Es wird immer interessanter hier. Ich erinnere mich noch an irgendwas, das hier mit dem, was hier irgendein, ich verrate es nicht. Ich weiß es wirklich. Gott hilf mir. Heute habe ich Papa gefunden. Ich erkannte ihn nicht. Aber das Gesicht. Die Zombies ließen ihn in Ruhe. Er wird zu einem von ihnen. Wusste nicht, dass er es ist, bis ich das alte Buch fand. Kein Töten mehr. Muss einfach weg. Kann das Buch nicht vergessen. Alles, was übrig blieb. Am Stein ist es warm. Ich... werde mich eine Weile ausruhen. Interessant. Verschlossen leicht. Ich glaube das nicht. Oh, wollen wir mal. Burrows Leprosy. Lepra. Insults. Arschloch. Improve. Wir werden immer besser. Toppled. Leprosy mag ich gerne. Ach, guck mal. Voll getroffen.
Ja, habe ich alles gehackt. Ich weiß. Das ist alles gestaged hier. Dunwich Boras LLC. Autodiktiersoftware 2074 Paxsoft. Ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die hieß PageSoft. Willkommen, Hermann! Guck mal, da ist dein Pferd. Hermann Granger. Im Speicher verfügbare Datensätze. Info zu Audio-Diktiersoftware. Softwareversion ist V223. Konfiguriert auf Benutzerstimme H. Granger. Onomatopoetische Diktierfunktion ist aus. Phonetischer Rechtschreibungsparser ist aus. Autokorrektur ein. So, das ist chronologisch aufsteigend. Alles klar, dann fangen wir mal an. Husten. Memo an die Vertriebsmitarbeiter. Als Anerkennung für ein vorbildliches Quartal hat mich Mr. Statham dazu autorisiert, die Vertriebsmitarbeiter früher in den Urlaub zu entlassen. Unverständlich. Es war keine leichte Aufgabe, einen neuen Akustikbohrer auf einen Markt zu bringen, der an konventionelle Bitbohrsysteme gewöhnt ist. Aber dank ihrer harten Arbeit und, unverständlich, setzen Akustikbohrer einen neuen Standard in der Ausgrabungsindustrie. Husten. Dank ihrer vielen privaten Verkäufe und dem Abschließen von Verträgen mit der Regierung werden wir auf absehbare Zeit schwarze Zahlen schreiben. Schöne Ferien wünscht ihr, Mr. Stratham und Dunwich Bohrer. Gehen Sie jetzt nach Hause zu Ihren Familien. Okay, 23.10.2077. Unverständlich. Brrr, bunk. Unverständlich. Hinweis an Benutzer. Paxsoft LLC empfiehlt keine Aufzeichnung in einer Umgebung mit niedriger Frequenz. Bei fortschreitender Verwendung in dieser Weise verfällt die Garantie. Autodiktiergerät V223 schaltet sich automatisch ab. Unverständlich. Unverständlich. Hinweis an Benutzer. Paxsoft LLC empfiehlt keine Aufzeichnung in einer Umgebung mit niedriger Frequenz. Bei fortschreitender Verwendung in dieser Weise verfällt die Garantie. Autodiktiergerät V223 schaltet sich automatisch ab. Nächstes. Unverständlich. Unverständlich. Hinweis an... Ja. War das jetzt schon das dritte Mal? Hier. Unverständlich. Was zur Hölle war das? Ist egal. Spielt keine Rolle. Tiefer Atemzug. Wo? Einschlagsgeräusch. Papiergeknister. Da. Papiergeknister. Wohlbehalten. Mein Gott, Sie haben so stark geblutet, aber ich habe es sauber gehalten. Sauber. Unverständlich. Scheiße noch mehr. Ich muss los. Muss es sicher aufbewahren. Okay. Tiefer Atemzug. Meine Haut. Kaum noch welche da. Da ist einer von ihnen, aber sie wissen Bescheid. Zurück. Ich sagte zurück, tiefer Atemzug. Das ist nah genug, Tür. Sie und sie auch. Darüber. Ja, einer von uns. Uk Qualtod ist zurückgekehrt. Unverständlich. Ah, doch H.P. Lovecraft? Natürlich H.P. Lovecraft. Dunwich, nun ja. Ich weiß, dass da was war. Okay. Okay, ich höre schon wieder. Jetzt radelt es wieder. Okay. Hier kamen wir her. Da ist der. Okay. Hier kommen wir sowieso hoch. Da müssen wir da gar nicht diese Rampe hochgehen. Oder? Oder ist hier zu? Ja, hier ist unser Freund. Alter. Klopf. Wow. Ich wollte gerade sagen Autosave, aber das können wir uns jetzt sparen. Dieses Schwert ist krass. Aber ja, ich sollte mich nicht drauf verlassen. es macht Spaß. Nur nicht gerade gut für meine. Ich habe ja gesagt, ich habe irgendwie einen Nerv eingeklemmt in der Hand und so weiter. Da, ja. Muss ich nicht unbedingt erzählen, ist auf jeden Fall unangenehm und ich kann schlecht mit der Maus umgehen momentan. Ja, irgendwas ist immer. Hier liegt ein Kopf. Loot. Also die
Die Dosen nehme ich mal mit eurer Einverständniserklärung nicht mit. Ich denke mal, damit ist nahezu jeder einverstanden. Diese Dosen, aber hier den Schraubenschlüssel, guck mal. Und hier diese Dinge. Und diese Dose, weil sie da so liegt. Und diese. So. Ich sehe mich schon nach Hause gehen. Und wir haben immer noch keinen Händler, der genügend Ocken hat. Alter. Was ist hier los? So, auf jeden Fall, das hier sind dann die Forsaken Dunwich Ruins. Ach du Scheiße, ich bin hier eingeklemmt. Digga. Soll der Mist. Darüber. Ja, aber das bringt uns auch nicht unbedingt weiter. Nö. Wie der Horst sie sagen würde. Ja, hier muss man so ein klein wenig Jump and Run wohl machen. Ja, Jump als Run. Ja, jetzt sind wir wohl über der radelnden Ecke von vorhin. Nö, aber ich will hier nur alles einmal durchsuchen, damit uns hier nicht unter Umständen eine Packelwuppe entgeht, wie der Horst dies nennen würde. Egi, was ist hier passiert? Ja, Atombombeneinschlag wahrscheinlich. Kennen wir doch schon. Okay, also... Also ich habe hier nur wirklich so ganz kleine Erinnerungen. Ganz bisschen. Warte mal. Jetzt werde ich doch mal irgendwie... Oh ja, komm. Nehmen wir mal das Gauss-Gewehr. Aha. Ich habe jetzt keinen Bock mit diesem... Mir tut der Finger weh. Der ist schon dran. Moment. Vorsichtig. Das Ding lädt langsam. Ja, auf jeden Fall kann man sie damit auf Abstand halten. Er lebt aber noch. Lebt er noch? Also der da drüben auf jeden Fall. Warum kann ich den nicht anvisieren? Ah, ist einfach ein ganz normaler Ghoul. Wenn man bei Ghoulen von normalen Dingen sprechen kann. Menschenfleisch. Kann ich das überhaupt irgendwo verscheuern? Und das heißt doch sonst normalerweise seltsames Fleisch. Muss ja aufpassen. Freunde, will er gut. Ist das einer von den Bösis? Ich weiß es nicht. Nö, offensichtlich nicht. Den hätte es nicht so zerlegt auf Anhieb. Wirklich, das ist hier irgendwie wie Super Mario oder Donkey Kong, also Jump and Run. Mehr Jump als Run. Mehr Dump als dran. Ich den? Nö. Warum konnte ich ihn denn überhaupt anvisieren? Was ist das jetzt? Zerstückelt der Quatsch. Wow. Manometer, hier kommst du überhaupt nicht weiter, richtig. Kann ich darüber sprechen? Ja. Ja. Nicht aufregen. Wird alles gut. Ich will da rüber. Hier war eine Tür vorhin. Ich habe da eine Tür gesehen. Also ich glaube, ich muss da runterspringen, wenn ich irgendwo hin will. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Huch. Das ist mir unangenehm hier. Vor allen Dingen, warum ist es hier so dunkel, obwohl ich eine Lampe anhabe? Ja. Oh,
Hallo. Ich glaube, ich mache mal wieder Overkill hier. Och, zack. Ach, ist das schön. Oh, ist das einer von den Bösis? Ich glaube, ja. Oh, nö. Komisches Geräusch. Was war das für ein komisches Geräusch eben? Hä? Hab ich die alle auf einmal gekillt? Higgy, was ist hier passiert? Na, ich glaube, die Gaussknarre, wenn man in so eine Wolke von Ghoulen reinfeuert, hat ganz einfach diese ganz bestimmte Wirkung. Aber was war das für ein Geräusch eben? Bling. Habt ihr gehört, ne? Sollte es nicht gut zu hören sein, aufgrund von Musik und ähnlichem, werde ich es lauter stellen. Und ihr es hören könnt. Fuck, was ist das hier? Verseuchte Kammern? Halt, stopp. Da gehe ich doch nicht rein. Ich gehe nochmal zurück zu den Forsaken Ruins. Ich will nicht, dass uns hier irgendeine Ecke von dem Quatsch entgeht. Also, ist schon spannend irgendwie, ne? Ja, 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 das kann man so sagen. Ach, hier ist die Tür, die ich vorhin gesehen habe. Ich habe sie nur in der falschen Richtung vermutet. Okay, also, wir müssen jetzt, ich weiß nicht, was da eben stand. Auf jeden Fall ist das eine neue Gegend. Und irgendwie, wir kommen hier immer weiter in Zeit The Rabbit Hole. Verseuchte Unterkammern. Okay. Verseuchte Unterhosen heißt das. Wir haben eine Lampe an, ne? Ja. Offensichtlich ja, aber es kommt einem hier so schrecklich dunkel vor, weil es so gruselig ist, ne? Findest du nicht auch, was die ist? Gruselig hier, ne? Gruseliges, große Gruß. Ich schick dir einen gruseligen Gruselgruß aus der Gruselkammer. Ach, guck mal, was da ist. Ja, dann wollen wir hören, was der Jamie wieder zu sagen hat. Scharfes Messer. Scharfes Messer, um ihn zum tiefen Tempel zu schicken. Sprich meine Worte. Abdul, komm zum Fest für die Schwachen. Hier, wiedergeboren. Al-Hazaret, Gies, Gies. Hab doch gewusst, Abdul Al-Hazaret. Ja, da war was. Angeblich gibt es auch etwas, das mit der mit einer Erweiterung zu tun hat, was auch wieder eine Referenz ist auf H.P. Lovecraft. Ja, Lovecraft, der alte Psycho. Ja. Und wenn man sich mal überlegt, es gibt einen ganzen Mythos und einen ganzen Kult um die Geschichten von Lovecraft, die nachweislich Fiktion sind. Also, schon abgefahren. Warte. Muss ich jetzt hier runterspringen? Oh, sieht so aus. Ach. Oh, ist das hier verseucht. Ja, ja, hier ist es wohl ganz schön radelig. Zum Glück nur ein Rad. Was? Moment. Oh, 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 oh. Ich glaube, das ist einer von den Bösen. Mal gucken. Böse aus. Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn eben nicht erwischt. Nö, offensichtlich nicht. Ey, lass mich gefälligst nachladen, Vogel. Hui. Also diese Knarre gefällt mir. Die macht Spaß. Ich kann mir einfach nicht merken, welche Ghule jetzt die Bösen sind. Also, der sah ein bisschen so aus wie der Böse. Also, die sind alle böse natürlich, klaro, aber... Al-Hazaret, Al-Hazaret. Also, der rote Hase. So. Ah, aber ich habe Lovecraft früher verschlungen. Also wirklich, ich habe... Ne, ich glaube, ich habe alles gelesen. Schulbibliothek, sage ich nur. Ja, bei uns in der Schulbibliothek gab es alle Werke von Lovecraft. Und die, die es nicht gab, die gab es in der Schulbibliothek der gegenüberliegenden Schule. Ja,